Servus! Heute reisen wir in den südlichsten Zipfel des Welterbegebiets. Viele in Bad Kissingen kennen den Golfplatz, der idyllisch direkt an der Fränkischen Saale liegt. Aber dass er eine Verbindung zu Südafrika hat, ist wahrscheinlich nicht allen bekannt. Was es damit auf sich hat, klären wir im Video. Viel Spaß! Bis Ende des 19. Jahrhunderts verstand man in Deutschland unter Sport hauptsächlich das Turnen. Aus England kamen zunehmend wettbewerbsorientierte Sportarten auf das europäische Festland und somit auch der Golfsport. In vielen Kurstädten war das Golfspielen eine beliebte und vor allem exklusive Möglichkeit zur Erholung und zum Zeitvertreib. 1911 wurde unter der Leitung der Kurgärtnerei der Bad Kissinger Golfplatz in den südlichen Saaleauen angelegt. Den entscheidenden Impuls zur Gründung des Golfplatzes gab kein geringerer als der Premierminister der Südafrikanischen Union. Louis Botha war regelmäßiger Kurgast in Bad Kissingen und wünschte hier Golf spielen zu können. Er war es auch, der hier den allerersten Abschlag tat. Von Anfang an wurde hier Internationalität großgeschrieben. Fachmännische Beratung für das Projekt gab es vom schottischen Golfprofi Cuthbert Strachan Butchart, dem damals besten Golfsachverständigen Deutschlands. Der Bad Kissinger Golfplatz zählt zu den ältesten Golfplätzen Deutschlands und ist sogar der älteste noch bespielte Golfplatz Bayerns. Seit seiner Eröffnung wurde die Anlage immer weiter ausgebaut und besonders in den 50er und 70er Jahren mehrfach erweitert und modernisiert. Heute erstreckt sich der Golfplatz über ein Areal von insgesamt 45 Hektar mit 18 Löchern. Das Clubhaus hat ebenfalls Veränderungen erfahren. Darin steckt aber immer noch das Haus von 1912. Ohne Bad Kissingens Renommee als Weltbad wäre ein Golfplatz nicht denkbar gewesen. Golfanlagen sind ein typischer Bestandteil der großen Badeorte, so auch in Bad Kissingen. Als Kurstadt mit Gästen aus aller Welt wollte man hier die modernsten Vergnügungen anbieten. Der Golfplatz zeugt bis heute vom Austausch innovativer Ideen in Europa. Dank dem Engagement des Golfclubs und den Vereinsmitgliedern, die sich seit mehr als 100 Jahren für ihn engagieren, ist hier das Kurerbe bis heute lebendig und authentisch erlebbar. Ein ganz besonderer Ort. Schauen Sie doch mal vorbei.